Herzlich willkommen zu einem Video von Heyday! Heute wieder drei neue Spielpakete zum Öffnen. Das erste, das zweite und das dritte. Die werden wir uns heute angucken und, das heißt ab nach dem ersten XP-Schub. Bin ich mal gespannt, ich kauf's mir jetzt und dann gucken wir uns an. So, da werden wir jetzt, wir gucken uns jetzt die Schübe an, die ich bekommen habe. Jetzt zuerst das erste Schübepaket, dann vier Schübe, ich bin jetzt mal gespannt. Schiff, zwei Kisten, okay, kann man gebrauchen. Eine Kiste ist immer ein bisschen, aber zwei Kisten sind immer super. Tom! Ja! Da ist er! Der Killer! Okay, Süßigkeitenautomat kann man gebrauchen. Salattheke und Kerzenmacher. Kerzenmacher benutze ich nie. Salattheke, okay. Süßigkeitenautomat ist schon hilfreich. Aber man kann die Schübe ja auch zum Tauschen benutzen. Das heißt, wenn ich mal einen anderen Schub bekomme, dann kann ich den austauschen. Oh, und XP-Schub, 5 Sterne! What the fuck? Oha, das erste Schübpaket hat er mal richtig reingehauen. Alter. Okay, jetzt kommt das zweite Paket. Okay, Erdbeer, Tomaten, Kartoffeln. Kann man mit für eine Derby-Aufgabe nutzen. Zug ist kacke, weil... Ja, ich habe da eh nur anderthalb Stunden und so viele Leute sind dann meistens nie zum Abholen da, um das noch schneller zu machen. Ernest, ja, den benutze ich nicht. Oh, okay. Das ist auch, finde ich, kacke, weil Sojabohnen und Zuckerrohr dauern, geht eh schon schnell und Indigo kann ich zur Not auch kaufen. Nochmal Ernest. Oh. Und Rosé. Okay, das zweite Schülpaket ist kacke. Also für mich, vielleicht ist es für andere gut, aber für mich ist es mega scheiße, weil ich Rosé Ernest nie benutze. Sojabohnen, Zuckerrohr, Indigo brauche ich nicht. Persönlichen Zug brauche ich auch nicht. Tomaten, Erdbeeren, naja. Also zweites Schülpaket 0 von 10. Das erste Schülpaket 9 von 10. Von der Bewertung her. Jetzt kommt das dritte übrigens. Popcorn, Webstuhl, Kuchenofen. Okay. Auch eher nicht brauchbar. Tom schneller. Geil. Geil, geil, geil. Das kann man für den Sonntag benutzen. Büsche. Kann man vorbereitungsweise für ein doppelt Geld-Event benutzen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Fischernetze 50%. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil im Moment habe ich eh noch viele Fischernetze. Den werde ich wahrscheinlich sogar einsetzen. Bäume schneller. Okay, kann man in Kombination benutzen. Und dann nochmal Tomaten, Erdbeeren, Kartoffeln. Ja, okay, dieses Schildpaket würde ich eine 3 bis 4 von 10 geben, jetzt von meiner Ansicht nach. Kann man benutzen, muss man aber nicht. Ja, Fazit auf jeden Fall. Das erste Schülpaket mega geil, das zweite mega scheiße und das dritte, ja, okay, sag ich mal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Glück hattet. Ihr müsst sie nicht kaufen, könnt sie kaufen. Würde mich mal interessieren, ob ihr Glück hattet oder Pech hattet. Ich hatte nur beim ersten Glück, also das billigste. Ich freue mich mega über die neuen Schübe, mega geil, da kann man einige Sachen machen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, würde mich mega freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.